Während der Entwicklung durchläuft der Embryo einige strukturelle Veränderungen. Wie wir bereits in meinen vorherigen Videos gesehen haben, haben wir zu Beginn einen einfachen Zellhaufen in Form der Blastozyste, welcher im Anschluss durch die Gastrulation zunehmend an Struktur sowie Komplexität zugenommen hat. Allerdings ähnelt das Ganze zum jetzigen Zeitpunkt in der dritten Entwicklungswoche eher einer flachen Scheibe und hat noch wenig Ähnlichkeit mit einem menschlichen Körper. Aus diesem Grund werden wir uns in diesem Video anschauen, welche Faltungsprozesse nötig sind, damit der Embryo eine zylinderförmige Struktur sowie eine Körperhülle samt Zwerchfell ausbildet. Viel Spaß! Also schauen wir uns das Ganze einmal an folgender Ausgangssituation in der vierten Entwicklungswoche an. Wie wir sehen können, ist die Gastrulation bereits abgeschlossen, da bereits alle drei Keimblätter in Form des Ektoderms, Mesoderms und Entoderms gebildet worden sind. Zeitlich sind wir aber noch vor bzw. während der Neurulation, da wir noch kein vollständiges Neuralrohr erkennen können. Wenn du mehr zu der Gastrulation oder Neurulation wissen möchtest, habe ich dir meine beiden Videos zu diesen Prozessen hier oben im i verlinkt. Wenn wir nun einmal die Ansicht wechseln und quasi direkt auf das rote Ektoderm schauen, können wir erkennen, wie sich im Rahmen der Neurulation bereits die Neuralplatte gebildet hat. Zur besseren Orientierung habe ich ebenfalls die Oropharyngealmembran sowie Kloakenmembran eingezeichnet. Das Besondere an diesen beiden Punkten ist, dass dort Ektoderm direkt auf Entoderm liegt, ohne Mesoderm dazwischen. Eine weitere wichtige Struktur befindet sich kranial und es handelt sich hierbei um die kardiogene Zone. In diesem Bereich bildet sich zunächst die primitive Herzanlage. Wir merken uns also, das Herz bildet sich ganz am Anfang in der Entwicklung sehr weit oben am Körper, quasi auf Kopfhöhe. Doch das wird sich aufgrund der Faltungsprozesse, die wir uns jetzt anschauen werden, wieder ändern. Durch rasches Wachstum des Embryos kommt es nämlich nun zu zwei verschiedenen Faltbewegungen. Zum einen nähern sich die kranialen und kaudalen Enden des Embryos an und zum anderen die lateralen Anteile. Zur besseren Orientierung habe ich euch hier zwei Anschnitte des Embryos dargestellt. Einmal aus der Sagittalebene und einmal aus der Transversalebene, anhand dessen wir uns gleich beide Abfaltungsbewegungen genauer anschauen werden. Die wichtigen Strukturen, die wir bereits kennengelernt haben, wie zum Beispiel die Amnionhöhle, die Keimblätter sowie der Dottersack, habe ich euch zur Übersicht einmal markiert. Wenn wir uns also den Embryo in der Transversalebene anschauen, sehen wir, wie die lateralen Anteile eine Art Zangenbewegung machen und sich ebenfalls annähern. Auf diese Weise nimmt der Embryo nun eine zylindrische Form an. Das Entoderm in Blau ist nun durch die Faltbewegung röhrenförmig und befindet sich jetzt im Inneren des Embryos, wo es als Darmanlage später die verschiedenen Anteile des Magen-Darm-Traktes bilden wird. Ebenfalls hat sich nun zum ersten Mal eine einheitliche Körperhöhle ausgebildet, welche in Lehrbüchern von Anatomen auch als intraembryonales Zylom bezeichnet wird. Sowohl die Pleurahöhle, die Perikardhöhle als auch die Peritonealhöhle gehen im Laufe der embryonalen Entwicklung aus dieser Struktur hervor. Ausgekleidet ist das intraembryonale Zylom durch die serösen Häute, also je nach Lage durch die Pleura, das Perikard oder wie eben hier dargestellt, dem Peritoneum. Ursprung dieser serösen Häute ist das Seitenplattenmesoderm, eine bestimmte Art von Mesoderm. Machen wir nun weiter mit der kraniokaudalen Abfaltung. Wie bereits erwähnt, nähern sich das kraniale und kaudale Ende des Embryos an. Es kommt auf diese Weise zu einer Einkrümmung, was durch die Bewegung der Pfeile einmal dargestellt werden soll. Zum besseren Verständnis kann man sich diese Bewegung auch anhand einer Bauchmuskelübung, nämlich den Crunches, vielleicht etwas besser vorstellen. Wie diese Katze sehr gut demonstriert, macht man nämlich bei den Crunches eine ähnliche Einkrümmungsbewegung. Wir sehen nämlich, dass sich sowohl der kraniale Anteil, also der Kopf der Katze, als auch der kaudale Anteil, in dem Fall die Füße, sich annähern. Und genau das passiert jetzt auch beim Embryo und führt dazu, dass wir nun eine ungefähr Kidneybone-artige Form bekommen. Neben der Veränderung der äußeren Form hat diese Abfallsbewegung noch weitere Effekte. Zum einen hat die kraniokaudale Abfaltung dazu geführt, dass die Herzanlage, die zu Beginn sehr weit kranial angelegt wird, nach kaudal, also weiter nach unten verlagert wird. Man nennt eine solche Wanderung nach unten in der Embryologie auch einen Deszensus.
Eine weitere Folge der Abfaltung ist, dass sich der Dottergang gebildet hat. Dabei handelt es sich um eine Verbindung zwischen dem primitiven Darmrohr und dem Dottersack. Die Nabelschnur bildet sich zudem im Verlauf um den Dottergang herum und sorgt so für eine adäquate Versorgung des Embryos mit Nährstoffen sowie Sauerstoff. Durch diese Abfaltung, sowohl lateral als auch in der kraniokaudalen Ebene, hat sich der Embryo nun ziemlich verändert in seinem Aussehen. Es hat sich also eine zylindrische Form mit einer inneren Körperhöhle ausgebildet. Um darzustellen, dass der Embryo nun zunehmend ein menschliches Aussehen entwickelt, habe ich außerdem das Ektoderm etwas umgefärbt. Ebenfalls können wir in dieser Darstellung die Amnionhöhle erkennen, die im Laufe der Schwangerschaft weiter an Größe zunehmen wird, sowie den bereits kennengelernten Dottergang. Was jetzt noch fehlt, ist, dass diese Körperhülle durch das Zwerchfell unterteilt wird. Um die Prozesse der Zwerchfellentwicklung besser nachvollziehen zu können, wechseln wir noch einmal die Ebene. Dieses Schnittbild ist zeitlich ungefähr in der 5. Entwicklungswoche und das Neuralrohr dorsal sowie der Vorderdarm in Blau können uns beim Orientieren helfen. Das intraembryonale Zylom, also die einheitliche Körperhülle, ist hier in hellgrau dargestellt. Zwischen der Brust- und Bauchhöhle bildet sich nun die Anlage des Zwerchfells aus, welche sowohl aus Muskeln als auch aus sehnigen Anteilen besteht. Am Anfang wächst von ventral aus das Septum transversum in diesen Hohlraum und verschließt ihn nur unvollständig. Beim Septum transversum handelt es sich um eine Mesenchymplatte, also einer Struktur aus embryonalem Bindegewebe. Hieraus entsteht später der sehnige Anteil des Zwerchfells, das sogenannte Centrum tendineum. Weiterhin wachsen seitlich die sogenannten Pleuroperitonealfalten auf das Septum transversum zu und verschmelzen damit, ungefähr während der 7. Entwicklungswoche. Weitere Komponenten des Zwerchfells entstehen zudem aus dem Bindegewebe, welches den Ösophagus umgibt, sowie aus Anteilen der Körperwand. Interessant an der Entwicklung des Zwerchfells ist ebenfalls, dass sich die Anlage zunächst im Halsbereich des Embryos entwickelt. Aufgrund des schnellen Wachstums und der Ausdehnung der Lungen wird im Laufe der Entwicklung das Zwerchfell immer weiter nach unten verlagert. Wie auch bei der Herzanlage macht also auch diese Struktur einen Deszensus durch. Und dabei werden die versorgenden Nerven einfach mitgezogen. Der Nervus phrenicus, welcher für die Innervation des Zwerchfells zuständig ist, entstammt daher aus den zervikalen Rückenmarksegmenten C3 bis C5 und ist bei einer erwachsenen Person bis zu 30 cm lang. Ich hoffe, dir hat dieses Video über die verschiedenen Faltungsprozesse sowie die Entwicklung des Zwerchfells geholfen. Wenn du mehr Videos zu verschiedenen Themen der Anatomie oder Physiologie sehen möchtest, abonniere doch gerne meinen Kanal.